Let's start again. Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja, und seht ihr diesen Typen da hinten? Den sprechen wir jetzt mal an. Hallo, Sie da, wer sind Sie? Nicht ganz gesprächig. Was steht hier? Hallo, ich heiße Joker Gamer, okay. Sind Sie nicht so gesprächig? Yo, Metal Leute, yo, servus. Ja, Leute, mein Together-Partner aus Saphir ist da. Oh, servus. Also auf jeden Fall, bei mir sieht das so aus, als wäre das so eine Bildershow. Bei mir sieht es halt einfach so aus, gerade wie so eine Tiershow bei Bildschirmübertragung. Jawohl. Weil ich sehe einfach nur, immer nur ein Bild nach einem Bild immer weiter. Ha, das ist klar. Überhaupt nicht flüssig. Ich sehe nur Bilder. Ja, aber scheiß Internet hier, Mann, ne? Die gute 100K-Leitung aus Emskirchen. Ja. Ja. Die Glasfaser. Ja, die gute Glasfaser 100K aus Emskirchen. Altschauerberg 8 in 91448 Emskirchen. Gut. Ja. Warum habe ich dich heute dabei, Joker? Ja, genau. Warum hast du mich dabei heute? Ja, reden wir mal über Zukunftspläne. Die haben rein zufällig was mit Pokémon zu tun. Ja, das passt sogar hier, ne? Aber ja. Ich weiß nicht, ob wir das schon so sagen wollen. Wollen wir das schon sagen? Dass wir sowas machen? Ich weiß nicht. Wollen wir das tatsächlich schon? Ich weiß nicht. Also, das wollten wir jetzt noch nicht machen. Wollten wir nicht? Das kommt eh erst in 2 Jahren. Ja, genau. Wie Saphir damals. Wie Saphir damals. Ja, ja, ja. Und siehst du hier diese schönen Blumen? Da kannst du dich jetzt mal rechtfertigen, hä? Ja, wenig Zeit. Siehst du diese schönen Blumen hier? Wenn du an diesen Blumen schnüffelst, ne? Hohoho, Alter, da bist du stoned. Ich sag nur immer, her mit dem Stoff hier. Ja, dann nimm doch welche mit, Alter. Geht ja leider nicht. Man darf nur dran schnüffeln. Schau mal, mein Taubsi ist schon ganz stoned von dem Schatz. Ich hab keine Ahnung. Gut. Alles klar. Taubsi ist ja schon relativ stoned von dem Zeug, deswegen gebe ich das jetzt hier mal ab. Ja. Gut, also die letzten Folgen haben wir eigentlich quasi das Zeug gemacht, was man am Anfang von Hard Gold so macht oder Soul Silver. Ich spiele ja Soul Silver, von daher. Genau, von daher, wir haben eigentlich, ja, das Rätsel-Ei abgeholt. Gelevelt. Ja, gelevelt noch nicht wirklich, weil so, ich habe mein Taubsi erst fangen können. Okay, ah ja, hier können wir noch nichts machen. Ich dachte, hier liegt ein Alter. Ja. Ich das nicht gespielt hab. Mhm. So, ich hab und gar keinen Plan mehr vom Spiel, das wäre so richtig blind wieder. Half blind. Naja. Ja, also ich weiß einfach gar nichts mehr vom Spiel, ohne Witz. Na gut. Absolut nichts mehr. Na gut, Pokémon Heart Gold und beziehungsweise Soul Silver kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich besitze ja beide hier auch im Original, von daher. Ah, ich kann Glut, geil. Nö, ja, ist doch lecker hier. Mhm. Ich sag's mal so, wenn Taubsi ein bisschen höher kann vom Level her wäre. Leckeren Damage machen. Oh ja, weißt du, was auch lecker ist? Der Apfelmus, den ich vorhin gemacht habe. Allerdings haben wir in der Family den schon wieder alle aufgegessen. Na. Aber das wäre garantiert mal was für Let's Eat, oder? Apfelmus aus dem Thermomix. Ja, selbstgemachter Apfelmus. Natürlich, Alter. Auf jeden Fall. Passt natürlich ins Themengebiet. Ja. Vor allem, wenn es selbstgemacht ist. Genauso wie zermatschte Birne. Oder getrocknete Ameise oder sowas. Mhm. Oder in Fett frittiertem Fett. Das wäre auch nochmal irgendwie oder was. Oder. Ein Kilometer geht am oder mit, Schnitt weg. Oder mit Ofenkäse überbackener breitsamer Honig. Na, Ofenkäse! Oh, das wäre echt mal was für eine Spezialfolge.
Ja, nee, da wollen wir, ja nicht rein, das Essen wegessen, oder? Ja, recht hast. Glaub, okay, erster Trainerkampf. Das kann nicht machen. Nee. Aber auf die Idee hättet ihr bei Remco kommen müssen. Naja, wird schon noch irgendwann, ne? Er hat aber keinen Ofenkäse hier, ne? Dann muss man sich welchen kaufen. Ja, wir haben aber Löschzweig gemacht, also das ist... Welchen, das Cola-Weizen so oder den normalen? Ich glaube den normalen, keine Ahnung. Nee, weil der Rainer, der trinkt das Cola-Weizen. Ja, der trinkt kein Bier, der trinkt nur Cola-Weizen, das weiß ich auch. Ja. Da hatte ich ja auch meine leere Flasche hier stehen, die habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe stattdessen hier eine leere Flasche Afri-Cola stehen. Nee, sogar zwei. Oh, Afri-Cola, Alter. Beste. Kenn ich gar nicht. Alter, beste Cola der Welt. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ja. Stimmt. Also, kurz zur Erklärung, ich werde sämtliche Telefonnummern sammeln wegen den Rematches. Weil ich will dieses Spiel sehr ausführlich zeigen und ich bin mir sicher, sobald die Hauptstory abgeschlossen ist, dann wird es erstmal mit Soul Silver eine kleine Pause geben, bis ich dann den Rest noch zeigen werde, weil es gibt da nämlich noch eine sehr spezielle Sache, die wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, und zwar sind das sämtliche Symbole einzusammeln da in der Kampfzone. Oh, jetzt hatte ich für einen Moment nicht gewusst, wie das Ding heißt. Oh Gott, ich weiß nicht mal, was die Kampfzone ist. Also, Das ist neu. Das ist überhaupt nicht neu, Junge. Das ist... Sagen wir es mal so, es wird... Matt. Okay. Das ist doch neu, oder nicht? Oder das war zumindest ein Kristall, glaube ich, da. Nein, Kristall war wahrscheinlich nur der Kampfturm, weil die Kampfzone an sich, so wie sie da drin ist, existiert erst seit der 4. Generation, glaube ich. Aber so sicher bin ich mir dann nicht. Okay. Naja, wenn es soweit ist, dann wirst du es schon sehen. Genau. Schau mal, eventuell lasse ich mir dann da sogar was Besonderes einfallen. Die ist ja auch nicht story-relevant. Kein Plan mehr. Die ist auch nicht story-relevant, von daher. Ja, das ist was Zusätzliches, aber trotzdem kenne ich gar nicht, Alter. Mhm. Aber ich bin auch komplett weg von Pokémon. Bestimmt schon eine Ewigkeit her, seit meiner letzten Edition, ey. Was war denn das letzte? Das letzte? Mhm. Ist nicht echt eine gute Frage. Schau mal nach. Letzte Edition, ey. Das ist ja ewig her, locker. Fuck, ist das ewig her. Könnte das sogar Saphir gewesen sein? Nee, Saphir auf keinen Fall, weil ich Omega Rubin noch gemacht hatte. Omega Rubin. Aber... Stimmt. Moment. Also mein letztes Pokémon war Pokémon Tekken, das ist schon mal klar, aber es war keine Edition. Ja, keine Edition, sondern Spin-Off. Ja. Geil, Taubsi wurde besiegt. Tatsache, es ist, glaube ich, sogar Pokémon Saphir. Oder? Also ich sehe hier nichts anderes. Also Pokémon Saphir ist die neueste Playlist. Aber ob das stimmt? Das ist hier die andere Frage. Und ich werde jetzt mal ganz kurz zurückgehen ins Pokémon Center. Weil ich will jetzt nicht unnötig hier meine Tränke verschwenden. Wird zwar ein bisschen nervig wieder der Aufweg, aber gut, was will man machen? Wobei, gibt's schon eventuell einen Schutz? Oh. Ja, das ist halt wirklich Pokémon Saphir. Als ob, Digga. Dann haben wir was gemeinsam. Unsere letzte Pokémon-Edition ist genauso lang. Genau. Ja. Scheiße, keine Schutzsprays. Alter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe, aber Pokémon-Edition halt nicht. Ja. Ey, das ist aber echt erschreckend. Halt, ich dachte niemals, dass es so lang her ist.
ist wirklich erschreckend bei dem, was du da machst. Aber gut, hier über 200 Videos Stardew Valley oder wie das Zeug heißt. Ja. Das wird so um den Zeitraum, wo... Machen, ne? Das glaube ich dir. Ich habe aber noch nie reingeschaut, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist ja auch richtig ausführlich, wie ich das mache. Ja. Ist das auch irgendwie gar nicht so interessant. Weil ich meistens inzwischen halt, ich habe die Hauptsache schon durch, weißt du? Ja. So danach ist halt erstmal nie was richtig Krasses passiert. Ich warte eigentlich so gesehen nur noch ab, bis ich genug Geld habe. Alles klar. Gut. Das ist halt das Ding, deswegen ist es auch nicht so spannend, glaube ich, die Zeit. Deswegen ist auch Fire voll oft dabei inzwischen und so und labert Scheiße und frisst asozial Chips. Und wie man es halt als normaler Gast macht. Ja, einfach bloß da sitzen und schauen, wie der andere die Arbeit macht. Genau. Apropos Arbeit, oder eher gesagt, Geheimprojekt. Tja, ist immer noch geheim, ne? Immer noch geheim, wird aber ein Together-Projekt. So viel verraten wir. So liebe Leute sind wir. Nee, ist kein Together, das ist ein Versus. Ein Versus-Together. Nee, aber es ist echt ein Together, aber es ist kein Together, aber auch ein Together. Ja. Darüber macht das sogar ein Pokémon-Teil. Vielleicht. Das ist halt ewig her, ne? Es wird auch mal Zeit. Weil Pokémon Saphir das letzte Projekt war, wird es auch mal Zeit, ja? Ja. Wird es auch mal Zeit. Wird es mal Zeit für was Neues, ja, hör mal. Gut. Ich glaube, nach dem Together, ne, wenn wir das machen, ja, glaube ich, fange ich endlich dann auch an wieder mit Pokémon Gelb und dann Pokémon Kristall und sowas. Ich hoffe, ich komme dazu. Da gibt es auch noch einige. Da gibt es auch noch einige. Ja, ich wollte eigentlich nur die Spezialedition machen. Weil die ja was Besonderes waren und eigentlich so die Zusammenfassung sind. Ja. Weil er sagt, die erweiterte Edition. Ja. Aber bei Soul Silver und Hard Gold. Es gibt ja. Was ich schade finde, es gibt ja nie dieses. So von der Spezialedition das Remake, ne? Ja, das finde ich auch schade. Finde ich auch sehr schade. Aber vielleicht haben sie sich das irgendwie für später nochmal aufgehoben. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt es ja sogar auf der Switch. Was ich ehrlich gesagt zu bezweifeln wage. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Ich frage mich ja sich die Spezialedition. Aber ich frage mich auch, ich frage mich auch ehrlich gesagt, auf welcher Konsole erscheinen dann die Remakes für die vierte Generation? Hier Diamond und Pearl. Ja, stimmt. Remakes von Pearl und so. Müsste ja bald kommen. Hoffentlich. Aber ja. Ich hab's ja nie gespielt, also keine Ahnung. Aber da lohnt sich auch die Remakes zu spielen und das Original. Ja. Vor allem, weil man das dann so schön vergleichen kann. Ja, vor allem das ist ja 3D dann und. Ja. Inzwischen ist ja alles 3D hier bei Pokémon. Also wenn man sich mal diesen Pixelbrei hier mit den neueren vergleicht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ja. Inzwischen spiele ich auch nur noch Spiele, die 4K haben. Und alles unter 4K geht natürlich nicht. Trotzdem renderst du deine Videos nur in 1080p, oder? Nein, 4K, also unter 4K geht natürlich nichts, ne? Ist ja ganz klar. Aha, wie ist da die genaue Auflösung bei 4K? Weil bei 1080p ist ja 1920 mal Dingenskirchen mal 1080. Wie ist denn da die Framerate dann davon? Keine Ahnung, Hauptsache 4K. Ist halt schade, dass 4K noch nicht so wirklich der Standard ist. Was war denn das jetzt gerade für ein Geräusch? Was denn?
Oh, das, vergiss es. Ich habe einen Trank gefunden. So, was war das? Ja, geil, Hammer. Ach ja, die Dunkelhöhle. Die erkundige ich wann anders. Stimmt, da brauchst du ja das Blitz, ja. Da bräuchte Blitz. Man ja die TM-Blitz. Also ist zum Glück nur eine TM noch. So, ein Aprikoko-Baum. Ist der hier eine TM oder was? Ja, der ist ab der vierten Generation eine TM. Also ich glaube, ab Hard Gold Soul Silver ist er nur eine TM. Und ab der fünften Generation ist er eh wurscht, weil da ist, weil da kann man auch TMs beliebig oft beibringen. So. Nächster Trainerkampf. Okay, das ist aber dann nicht mehr an das Original hier gebunden, ne? Was fällt euch eigentlich ein, Innovation zu haben? Okay, das war das. Ich hab keine Ahnung. Frag die von Game Freak. Also ich glaube, ich spinne Innovation. Innovation? Bitte. Warum nicht jedes Jahr ein neues Pokémon-Teil, aber genauso wie FIFA. Nur die Pokémon austauschen. Ja. Also ich glaube, ich spinne. Glaube, es hackt Fleisch. Ich glaube, wir sind hier am falschen Ort gelandet. Mhm. Geht ja gar nicht. Das ist unter meiner Würde. Das geht doch gar nicht. Traut euch, kommt zu mir. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Solche Schweinsbraten. Ihr verdammten Arschlöcher. Da schmeiß ich auch gleich die Bombe rein. Ich schmeiß dem eher die Prügel raus. Ja, die ist auf jeden Fall, ne? Ja. Dem schmeiß ich so die Prügel raus. So. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Na, ja, Zeit haben wir noch. Spannender Kampf gegen einen Typen, der nur Hornlios einsetzt. Der nur Hornli und Raupi hat. Ja, das ist. Das ist halt so. Naja, Raupi. Super Trainer. Mhm. Ja, geiles Raupi. Der vor allem keiner über. Genauso wie der Typ, der nur Saftkorns hat. Ja, die ganzen Saftkorn auf Level 100, die nur Härtner können. Oh ja. Ja, Pokémon in Real Life von Smosh. Das waren doch Zeiten. Oh Gott. Wie kann man eigentlich nur Saftkorn trainieren, ey? Frag mich ohne was Leichteres. Ohne es entwickeln zu wollen. Frag mich was Leichteres. Warum trainiert man Carpador und lässt ihn nicht entwickeln? Keine Ahnung, aber in Diamond, Pearl und Platinum, da gibt es einen Ort, da kann man Carpador auf jedem Level, sogar auf Level 100 fangen. Geil. Aber kann er da nicht irgendwie noch Tackle dann erlernen oder so? Ab Level 15 Tackle und auf 30 oder 45 sowas um den Dreh rum dann auch noch Dreschflegel. Das gleiche Moveset trippt jawohl, übrigens auf Barschwarz zu. Ja, das ist doch Hammer. Ja. Das ist doch geil. Aber jetzt ohne Witz, wenn man das auf Level 100 fangen könnte, dann wäre das doch irgendwie, glaube ich, doch schon ganz geil mit Trash-Flegel. Ja. Okay, was ist so zu sagen? Wobei, es kommt halt immer darauf an, welche Level die Gegner haben. Oh. Oh, du bist echt schnell. Du hast mich in Windeseile überholt. In Ordnung, dafür bekommst du jetzt was von mir. Ach, die Kampfkamera. Unnötigstes Item. Nein, ich sehe auf jeden Fall nur zwei Wörter und du liest schon 30 Sätze vor. Das finde ich super. So, ich gehe schon mal weiter. Nochmal überholst du mich nicht. Auf geht's, Meryl. Natürlich schön in Caps Lock damals noch die Pokémon-Namen. Jawohl, Violet City. Interessant. So, bei diesem Typen kann man Bären für ein paar bunte Scherben bekommen. Okay. Die benötigen die Pokémon. Na, dann bedient euch mal.
Ich glaube, hier könnte man sogar noch irgendwo ein Pokémon tauschen, wenn ich mich nicht irre. Mir fällt aber jetzt ums Verrecken nicht ein, was der haben wollte. Ich glaube, das war gleich in dem Haus da drüben. Ah ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Größter Pokémon. Die Stadt ist für mich so fremd inzwischen. Ich glaube, das warst du hier. Zwei Jahre her, Alter. Ja. Ein Knuffenser gegen ein Onix. Ich habe keinen Knuffenser. Und wenn, dann will ich das selber behalten. Wobei Onix ist geil mit Stalos. Ja. Stalos ist geil. Ich weiß bloß nicht, wie ich das hier in auf dem Emulator entwickeln soll, weil Stalos entwickelt sich ja nur durch Tausch. So, wir müssen in den Knofenser-Turm. Nee, oder durch dieses Metall-Dings da. Tausch mit Metallmantel. Achso, ja. Gut, Knofenser-Turm. Ich denke, den machen wir wann anders. In diesem Sinne würde ich mal sagen, oder lassen wir es... Bitte? Oder du kannst einfach cheaten. Ich bin nicht Master. Ich bin nicht Mastermind, von daher. Ja. Mastermind. Das geht gar nicht, Mastermind. Also was soll das? Vor allem, weißt du, wie es. Der cheatet sich seine Abonnenten, indem er englische Videos macht. Geil. Ja. Geht gar nicht, hä? Mastermind, wenn du das hier anschaust, weil was du sicherlich tust. Nee, tut er nicht, der hat mich nicht abonniert. Tja, geraped, ne? Ja. Hast du selber schuld. Okay. Geraped. Okay. Kannst du schön in den Titel schreiben, dann schaut er sich's an. Geraped, Mastermind. Genau, und dann geht's nur in der letzten Minute darum. Ja, genau. Schön ordentlicher Clickbait, okay. Dann würde ich sagen, belassen wir es heute dabei. Hast du noch irgendetwas zum Abschied zu sagen? Also meine Verabschiedung geht auf jeden Fall seit neuestem so. Morgen ist nichts mehr. Tschüss. Alles klar, morgen geht nichts mehr. Tschüss.